Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Ich wollte gerade rausgehen, beziehungsweise war schon draußen. Bisschen dieses neue Spiel spielen. Draconius Go übrigens. Wollte mich da ein paar Arenen setzen und sowas. Und dann kommt die Nachricht rein. Halloween-Event wurde bekannt gegeben. Manche haben das schon vermutet, weil letztens bei Gen 2, einen Tag nachdem die Medaille hinzugefügt wurde, kam das Event und Gen 3 halt. Gen 2 meine ich, sorry. Und jetzt ist es soweit. Schauen wir uns erstmal den Trailer an. Noch mehr gruselige Pokémon sind da. Okay. Pikachu mit Hut. Ja, nichts wie raus und go. Mehr Informationen auf Pokémon Go Live. Alles klar. So, Event wurde angekündigt. Ich habe es hier schon schnell durchgelesen, aber nochmal für euch. Nebulak, Traumato, Dragosso. Die kennen wir ja schon vom letzten Jahr. Und andere gruselige Pokémon kehren an Halloween zurück, okay? Und das sind halt neue. Neue sind auch mit dabei. Also, die, die zurückkehren, sind Mauzi und sowas. Was gab es letztes Jahr noch vermehrt? Kann mich nicht erinnern. Auf jeden Fall, Mauzi war unter anderem mit dabei. Und jetzt halt die neuen, Zubiris, Banette oder Banette und weitere Geist-Pokémon aus der Höhenregion tauchen zum allerersten Mal auf in Pokémon Go, okay? Das war das erste paar Pokémon, die jetzt vermehrt auftauchen, unter anderem halt die neuen. Pokémon Rubin und Saphir-Pokémon werden bereits im Dezember nach und nach in Pokémon Go erscheinen. Also ab Dezember, Leute. Hype, ich bin gespannt. Drittens. Das Event findet statt vom 20. Oktober bis zum 2. November, sprich ab morgen. Genaue Zeit ist nicht bekannt, aber ich nehme mal wieder an, ab 10 Uhr bei uns. So ist es ja immer. Und das Event dauert 14 Tage. Bis zum 2. November, das sind 14 Tage. Richtig krass. Dann viertens, Pikachu mit Hut. Ich habe bisher jedes Pikachu auf 100%. Das heißt, den brauche ich unbedingt auf 100. Aber irgendwann wird der Tag kommen, wo ich ein Event Pikachu nicht auf 100 bekomme. Das wird der leinste Tag in Pokémon Go sein. Da gibt es was für den Avatar noch, Verkleidung. Interessiert, glaube ich, keinen, außer mich. Und jetzt kommt's. Doppelcandy. Was sonst? Halloween, Doppelcandy. Und zwar für Fangen, Brüten, Verschicken. 14 Tage Doppelcandy. Ist interessant, auf jeden Fall. Ich werde eine Menge zocken. Scanner-Touren lohnen sich auch. Da kann man echt krass die Bonbons auffüllen. Vor allem, was es letztes Jahr nicht gab, Sananaberge. Gelbe Berge, Ananas. Da gibt es theoretisch vierfach Bonbons. Wir haben es beim Doppel-Alles-Event gesehen zum Jahrestag. Wenn man da auf ein Taubsi Sananaberge geworfen hat, dann hat man mehr Taubsi-Bonbons gemacht nach dem Entwickeln, als man davor hatte. Also das wird echt saftig. Und fünftens oder sechstens oder siebtens, weiß gar nicht mehr, was ich alles gesagt habe. Pakete. Die meinten jetzt hier in den Paketen Raid Pässe und Super Brutmaschinen. Beides, was mich nicht so interessiert. Vielleicht die Raid Pässe, weil in dem Video heute habe ich darüber geredet, wie krass die Raid Pässe eigentlich reinhauen, die Raids, und wie viel EP das bringt. Aber ich brauche eigentlich nur Glückseier. Ich brauche mehr Glückseier. Aber das war's, ja. Event findet ab morgen statt. 14 Tage, richtig saftig. Gen 3 kommt nach und nach. Zuerst jetzt mit den Geistern. Doppelbonbons, brüten, fangen und verschicken. 14 Tage. Alles klar. Haut's rein, geht's raus. Heute später noch ein Livestream, denke ich mal. Weil so viel Neues passiert ist. Und dann können wir da ein bisschen chillen und über alles reden. Aber das war's. Immer liken, subscriben, kommentieren. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr vom Event haltet. Freut ihr euch drauf? Seid ihr gehypt? Und folgt mir natürlich auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist das Business.